Und willkommen zurück zu Gothic bei Asghan, der mich jetzt hoffentlich in den dunklen Teil der Mine reinlässt. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Asghan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Asghan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ja, okay, das ist, glaube ich, machbar. Hier vorne steht... Nee, hier vorne steht keiner rum. Aber hinten bei der Schmelze gibt es doch noch ein paar Templer. Die helfen doch sicherlich gerne, Minecrawler zu schlachten. Die wollen ja schließlich auch die Zangen dann zu ihrem Meister bringen und dafür entlohnt werden. Genau. Was hat er gesagt? 2 oder 3 Templer? Einige Templer, okay. Du, sag mal, du hast doch bestimmt noch Erz, oder? Oder habe ich dir schon alles abgenommen? Fällt mir gerade schwer zu glauben. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ja, okay, ich habe dich schon abgezockt. Ist echt unglaublich, wie vielen Leuten ich hier schon das Geld aus der Tasche gezogen habe. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut, wir treffen uns beim großen Durchgang. Ha, das war ja einfach. Du auch? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Oh Mann, hier, nimm. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Asghan. Ich werde dort sein. Woher weißt du, wo das Nest ist? Ich meine ja nur... Okay, das waren 2. Er sagte 2 bis 3. Achso, vielleicht den da, ohne Namen. Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Nee, aber die rumsitzen. Dann kann ich wohl nur die Templer mitnehmen, die einen eigenen Namen haben, oder wie? Keine Ahnung. Naja, ist ja nicht wild. Hier oben sind doch noch 2 und ich glaube, einer davon hat auch einen eigenen Namen. Nee, warte, hier war das nicht. Das war... genau, da oben. Noch ein kleines Stück weiter hoch, aber gleich hier dann. Genau, die da. Von denen hat auch einer einen eigenen Namen. Ja, nicht der da. Und da ich gerade bei den beiden jeweils 250 Erfahrung gekriegt habe, würde ich den gerne auch mitnehmen. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Hey, es läuft so gut und ich kriege jedes Mal 250 Erfahrung. Ich guck mal, ob es da nicht irgendwo noch einen Templer gibt. Ich glaube, da war doch noch irgendwo einer. War das nicht ganz oben? Ganz oben am Eingang der Mine. War, glaube ich, auch noch ein Templer. Hier hinten? Nee, hier sind keine. Die Gardisten? Nee, die Gardisten kann ich auch nicht abstempeln. Ian? Lass mich vorbei. Du läufst doch gar nicht. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Nee, also die Gardisten kann ich dafür nicht begeistern. Aber halt die... dass die Templer da gleich so dabei sind, das finde ich lustig. Die kriegen halt von Kalom irgendwelche Drogen als Belohnung dafür und haben dementsprechend diese positive Rückkopplung.
dass sie sich irgendwie gut fühlen, wenn sie Crawler-Zangen abliefern und halt. Das können sie natürlich nur, wenn sie Crawler töten und ja, das hat der Kokolom schon gut gemacht. Drogen. Die Leute dazu bringen, das zu tun, was er will. Gar nicht so dumm eigentlich. Gar nicht so dumm. Sollte ich mir merken. So, genau, hier ist doch noch einer. Hast du einen Namen? Nein, du heißt nur Templer. Hör auf zu rauchen, Junge! Hör auf zu rauchen! Sprich mich an! Lass mich dich ansprechen. So rum. Ich bin auf der Suche nach dem Crawler-Nest. Wende dich an Gor Navit, Gor Nakosh oder Gor Nabar. Die kennen sich da unten bei den Crawlern besser aus als ich. Aha, okay. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Erstens, nachdem er jetzt alle drei Namen, und zwar nur die drei Namen, die ich angesprochen habe, aufgezählt hat, gehe ich jetzt davon aus, dass wirklich die drei einzigen sind hier in der Mine. Und zweitens, wenn die so sagen, möge der Schläfer erwachen, frage ich mich gerade, wenn der Schläfer dann aufwacht, dann schläft er ja nicht mehr. Wie heißt der dann eigentlich? Weil es ist ja dann in dem Sinne kein Schläfer mehr, weil er ja nicht mehr schläft. Oder? Wie nennt man den dann? Den Erwachten? Den Erweckten? Den Wachen? Nee. Die Wache? Nee. Die Wachen sind ja die Gardisten und die Templer. Wie nennt man den dann? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht mehr Schläfer. Da bin ich mir sicher. Denn Schläfer kommt ja von Schlafen. So, und du da? Bei dir habe ich es auch noch nicht versucht, aber ich glaube... Was? Wir sind hier um die... Was wir aber wirklich wollen. Ja, okay. Das kenne ich ja schon. Okay, gut. Dann gibt es hier wohl gerade tatsächlich nur drei Templer, die hier zur Verfügung stehen. Dann ist das halt eben so. Und wenn die Entwickler mir nur drei zur Seite stellen, nur drei Templer, dann werden drei Templer wohl hoffentlich auch ausreichen. Ich könnte jetzt natürlich auf die verrückte Idee kommen, zum Sumpflager zu laufen und dort die Templer mit eigenem Namen anzuquatschen, ob sie mir helfen wollen. Aber ich glaube... Naja, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber selbst wenn es funktionieren sollte, wäre es wohl viel zu aufwendig eigentlich, ne? Ja, das ist Blödsinn. Nee. Die drei reichen. Das wird schon passen. So. Und um sicher zu gehen, eine Runde speichern. So, was sagst du denn jetzt, Askan? Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. Yeah. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Stufe 9. Wuhu. Nochmal speichern. Uah. Ist gerade gespawnt. Kriege ich die Erfahrung? Nein. Leute, ich will die Erfahrung. Warte mal, ich habe da so eine Idee. Nämlich das hier. Achso, ich habe es jetzt nur ausgewählt. Und dann muss ich es wohl casten. Also sprechen. Okay, wie lange hält das? Werde ich gleich sehen. Nein! Du sollst die Waffe nehmen, nicht das Licht. Oh yeah. Die Waffe geht gut ab. So, aber da, hups. Da ich mit dem Varan vor ein paar Folgen die schlechte Erfahrung gemacht habe, dass Leichen nach einer gewissen Weile verschwinden und außerdem, weil ich gerade fast tot bin, laufe ich jetzt hier nochmal kurz zurück und sammle die Beute ein. Schade, dass ich nicht die komplette Erfahrung gekriegt habe.
Schade, schade, schade. Aber egal. 58, ich brauche 90 Leben. Kann ich die Crawler-Zangen eigentlich auch direkt ausschlürfen? Ich will das mal ausprobieren, aber ich will die nicht verschwenden, deswegen... Nee, okay, das funktioniert nicht. Das war's, 90 Lebenspunkte brauche ich. Wie kriege ich die? Naja, genau, indem ich den Reis leer mache. Ist doch klar. Wobei das ziemliche Verschwendung wäre. Ach, verdammt, 12. Egal. 5 mal 12 ist 60. Passt genau. Ja, ich weiß, ich könnte die Tränke trinken, aber noch habe ich ja einigermaßen wenige Lebenspunkte. Noch komme ich mit dem Essen durch. Die Tränke werden dann wichtig, wenn ich halt so richtig viel Leben habe. Und vor allem auch, wenn es schnell gehen muss. Und jetzt gerade kann ich mich ja gemütlich zurückziehen und das Ganze ein bisschen rauszögern. Ohne, dass es wirklich wild wäre. Ah, Beleuchtungsfehler. Klasse. Was ist das denn? Muss ich da rein? Naja, okay. Da geht's nicht weiter. Hallo, Beleuchtung. Was war das denn? Ach so. Komm ich da her oder will ich da hin? Nee, da komme ich her. Da sind die Templer. Da, ein Crawler. Ach, ich habe die Waffe schon in der Hand. Ich habe die Waffe... Nein, ich habe die Waffe nicht mehr in der Hand. Jetzt. Komm her, komm her. Okay, hat die Animation gefehlt. Nein, nicht die Waffe wegstecken. Den nächsten auch noch umbringen. Ja, wo ist er denn? Hallo, da war doch gerade einer. Da. Hab ich dich. Ich glaube, irgendwo ist da gerade noch einer. Aber erstmal hier wieder, ne? Weil die Leichen, die spawnen. Die Zangen hätte ich gerne. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber... könnte vielleicht noch nützlich werden. Ich habe ja schon mal von Korkalom Sachen dafür gekriegt. Vielleicht kriegt man ja irgendwann noch eine etwas größere Belohnung dafür. Moment, nee, da komme ich her. Wo muss ich hin? Genau, da war das, ja, da. Beleuchtung ist gerade nicht die beste. Wobei ich gefühlt sagen muss, dass man, wenn man nach hinten guckt, deutlich besser sieht als nach vorne. Was ich ein bisschen seltsam finde. Aber okay. Dann ist es halt so. Vielleicht sollte ich mal eine Runde speichern, ne? Wenn es bisher so gut lief. Zwei Schläge! Ich bin begeistert. Echt, das ist echt gut, dass ich diese Waffe gefunden habe. Mit der alten hätte ich da deutlich mehr Probleme gehabt. Noch einer. Nein! Da war ich wieder zu schnell. Ah, und da brauche ich wieder Lebenspunkte. Wie viele sind es diesmal? 60. So, aber 60 kriege ich doch mit dem Fleisch dahin. Ja, einfach viermal Fleisch futtern. So. Läuft. Oh, jetzt ist mein Licht weg. Okay. Ich dachte schon, wie lange das hält. Zack. Und da habe ich wieder ein neues. Ist ja einfach. Okay, es kostet jedes Mal einen Mana, aber hey, ich habe ja noch 3 Mana. Und das ist... Oh, ich glaube, da bin ich richtig. Wenn die Wände da so rot leuchten, das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
aber ich hätte gerne den Rückweg frei für alle Fälle. Ich weiß ja nicht, wie schnell ich da wieder weg muss. Bin ich denn hier gelandet? Was zur Hölle? Ich bin mal mutig und lauf da mal einfach nach vorne. Okay. Wo bin ich hier? Ist das nicht der Anfang wieder? Ich glaube, das ist der Anfang. Ich glaube, da würde ich jetzt zurück zu den Templern kommen. Und hier müsste ich dann vorhin gewesen sein, ne? Das kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor. Ja, genau, hier war ich doch schon. Alles klar. Das könnte tödlich enden. Also lass ich's mal lieber. Komm, hüpf rüber. Naja, wobei, tödlich. So tief ist es nicht. Okay, aber gut. Es scheint hier keinen anderen Weg mehr zu geben. Außer hier runter. Den roten Fäden entlang. Und was sich dann dahinter verbirgt, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.